Hallo Kackbratzen. Wenn man an den Super Nintendo denkt, dann kommen einem vielleicht erstmal Spiele wie Super Mario, Starwing, Mario Kart oder auch irgendwas mit Donkey Kong in den Sinn. Jedenfalls denkt man primär an eher putzige Spiele für die ganze Familie. Allerdings gab es auf dem SNES auch eines der gruseligsten Horrorspiele aller Zeiten. Ein Spiel, das im letzten Vierteljahrhundert ebenso zahlreiche Fortsetzungen wie Spin-Offs erhielt und mehr oder weniger auch das Survival-Weglauf-Horror-Genre prägte. Wir sprechen hier natürlich über Clock Tower, das 1995 erstmal nur in Japan veröffentlicht wurde. Die SNES-Version erreichte nie die USA oder Europa, aber zumindest kann man dank einigen Fans übersetzte ROM-Hacks zocken, die man entweder emuliert oder auf den hübschen, aber leicht teuren Bootleg-Modulen erhalten kann. Aber vermutlich lohnt es sich eher, einen Abstecher nach ROMhausen zu machen, sofern man irgendwie das Original spielen möchte und nicht die teils verpfuschten Remakes, die es später für PC und PS1 gab. Clock Tower war die Idee von Hayfumu Kono, wobei man sagen muss, dass die Idee an sich nicht unbedingt auf seinem Mist gewachsen ist. Kono war Fan der Filme des italienischen Regisseurs Dario Argento und darunter gefiel ihm besonders der 1985 veröffentlichte Film Phenomena, der im Grunde die Basis für Clock Tower bildet. Kono beschrieb Clock Tower als ein experimentelles Projekt mit kleinem Budget und Personal. Seine Kollegen glaubten, dass ein Spiel, bei dem der Protagonist vor dem Feind wegläuft, nicht funktionieren würde, aber er machte trotz dieser Bedenken weiter. Clock Tower bildete also den Grundstein für ein neues Horrorspielgenre, in dem man eher wenig kämpft, aber viel weglaufen muss. Aufgrund fehlender Personalressourcen musste das Entwicklerstudio Human Entertainment viele Ideen zusammenstreichen und so wurde das Herrenhaus auch erheblich kleiner als ursprünglich geplant. Auch hatte man dem Spiel keinen Maus-Support verpassen können, aber dazu kommen wir gleich noch. 3 hours later. Obwohl die Grafiken zweidimensional sind, ist das Herrenhaus in einem dreidimensionalen Raum gestaltet. Die Charaktergrafiken in Clock Tower wurden durch die Digitalisierung von Fotos realer Menschen erstellt. So ist Jennifer, also die Hauptdarstellerin des Spiels, eine Angestellte der Planungsabteilung von Human Entertainment. Die Geschichte von Clock Tower oder Clock Tower The First Fear, wie man später auch die PS1-Version taufte, ist im Prinzip schnell erzählt. Die Story beginnt mit der Reise von vier jungen weisen Mädchen und ihrer Lehrerin Miss Mary zum Barrows Mansion, um ihren neuen Adoptivvater kennenzulernen. Während Miss Mary schon mal vorgeht, um sich mit Herrn Barrows zu treffen, warten die kleinen Mädchen ungeduldig im Foyer des Hauses, bis es nach einer Weile einer der Mädchen schrecklich langweilig wird und mal nachsehen möchte, warum die gute Miss Mary nicht zurückkommt. Das ungeduldige Mädchen heißt Jennifer Simpson und in ihre Rolle werden wir ab nun an auch schlüpfen. Als Jennifer durch das Haus schlendert, kann sie plötzlich die Schreie ihrer Freundinnen hören. Sie rennt zurück ins Foyer, kann aber niemanden mehr finden. Damit beginnt die wohl schrecklichste Nacht aller Zeiten, die Jennifer und auch der Spieler je erlebt haben. Im Grunde ist Clock Tower ein Point-and-Click-Adventure. Moment, ein Point-and-Click-Adventure? Und wie bitte steuert man nun das Mädel? Wie vorhin erwähnt, hatte man leider kein Geld, um die Mausunterstützung ins Spiel einzubauen. Das gab es erst später auf dem PC oder auch der PS1. Man musste sich also mit einer sehr holprigen Steuerung anfreunden, ob man wollte oder nicht. Jennifer mit einer solchen Methode zu kontrollieren, wenn man vor dem Feind fliehen muss, kann ein bisschen mühsam sein. Aber nach ein paar Knoten in den Finger später, sollte man eigentlich den Dreh raus haben. Die Steuerung klingt jetzt vielleicht ein wenig kacke, aber im Prinzip kann man sie ziemlich einfach erlernen. Anstatt mit der Maus, steuert man den kleinen Cursor mit dem Steuerkreuz. Trifft man zufälligerweise auf ein Objekt, mit dem man interagieren kann, dann ändert sich die Anzeige des Cursor deutlich. Man kann also nichts übersehen, da auch die Hotspots selbst relativ groß sind. Jennifer bewegt sich basierend darauf, wohin im Raum der Spieler klickt. Mit einem einfachen Klick läuft sie gemächlich, während sie mit einem Doppelklick durch den Raum rennen wird. Beim Laufen gibt es jedoch ein kleines Problem, denn Jennifer wird dabei etwas an ihrer Gesundheit verlieren. Aber nicht nur Rennen schadet der Gesundheit, sondern auch die Geistererscheinungen oder andere schreckliche Dinge, die ab und an auftauchen. Man
Man hat aber bei der Entwicklung an alles gedacht und am unteren Bildschirmrand ein kleines Symbol geklebt, das den aktuellen Gesundheitszustand der kleinen Jennifer anzeigt. Leuchtet es blau, dann ist alles im grünen Bereich, färbt es sich rot, dann steht Jennifer kurz vor einem Herzinfarkt. Und den allergrößten Herzinfarkt werden wohl die Spieler erleiden, wenn sie zum ersten Mal auf den Hauptgegner stoßen werden. Bobby. Bobby sieht aus wie ein Bückling mit Anzug, hat aber eine enorm große Heckenschere bei sich, mit der er ganz gerne Jennifer einen Kopf kürzer machen möchte. Und scheißt die Wand an. Dieser Typ kann einem eine höllische Angst einjagen und das, obwohl die Grafik der SNES jetzt nicht unbedingt erste Sahne war. Bobby kann zu jeder Zeit und überall auftauchen. Der Vorteil ist, dass er nicht besonders schnell laufen und man sich so ganz gut aus dem Staub machen kann. Allerdings gibt es in dem Haus eine Menge Sackgassen und zudem muss man immer auf den Gesundheitszustand der kleinen Jennifer achten, damit ihr nicht so schnell die Puste ausgeht. Und darüber hinaus ist Jennifer auch nicht gerade die geschickteste Läuferin, denn oft kommt es vor, dass sie über ihre eigenen Füße stolpert und auf die Stupsnase fällt. Wenn Laufen keine Option ist, kann man in den Räumen nach Verstecken suchen und nur darauf hoffen, dass Bobby nicht den Braten riecht. Insgesamt kann man in Clock Tower nicht viel machen, um sich zu verteidigen. Es gibt keine Waffen und somit bleibt eben nur weglaufen oder sich verstecken. Damit der Spieler aber nicht komplett von Bobby, der von seinen Freunden auch liebevoll Scherenmann genannt wird, überrascht wird, hat man sich was besonders Hübsches einfallen lassen. Damit auch wirklich sichergestellt wird, dass einem das Arschwasser zusammenläuft, hört man jedes Mal seine herzzerreißend liebliche Melodie, die von dem lieblichen Geräusch seiner großen Gartenschere begleitet wird. Bobby liebt seine Schere und muss sie deshalb auch jedem zeigen, indem er sie ständig öffnet und schließt. Am besten spielt ihr also Clock Tower mit Kopfhörern in einem abgedunkelten Raum für die Extraportion Panik. Bobby ist leider auch ziemlich schlau und wird früher oder später auch euer Lieblingsversteck finden. Und wenn man dann auf die großartige Idee kommt, sich an der hintersten Mauer eines Raumes zu verkriechen, wird er mit allergrößter Sicherheit durch die Decke kommen, um euch ein wenig die Spitzen zu schneiden. Mit der Zeit wird man sich in dem Haus in keinem Raum mehr sicher fühlen und es ist wirklich wahnsinnig, wie man dieses Gefühl der Angst schon damals auf der SNES erzeugen konnte. Clock Tower ist wieder ein großartiges Beispiel dafür, um uns zu zeigen, wie verwässert das Survival-Horror-Genre mit der Zeit wurde. Zum Glück gibt es Ausnahmen, aber was hier Human Entertainment ablieferte, ist von allererster Kajüte. Während der Spieler vielleicht noch gegen das Karpaltunnel-Syndrom kämpft, muss Jennifer ständig um ihr Leben bangen. Wird sie irgendwann doch mal von Bobby erwischt, gerät sie in den Panikmodus und wenn ihr Gesundheitszustand es zulässt und der Spieler keinen Krampf in seinen Händen hat, kann sie jederzeit den Scherenmann wegschubsen und entkommen. Man sollte eben nur schnell genug den Panikknopf drücken. Wenn nicht, dann hat leider ihr letztes Stündlein geschlagen und das Spiel ist vorbei. Das klingt jetzt aber schlimmer als es ist, denn Clock Tower speichert gnädigerweise in jedem Raum automatisch und man verliert somit nicht allzu viel, wenn man mal wieder seinen Kopf verliert. Konnte man sich aber sich aus der Gefahrensituation retten, kann sich Jennifer einen Augenblick lang hinsetzen, um ihre Panik abzubauen. Das ist auch ein guter Moment für den Spieler, sich ein wenig Pferdesalbe auf sein Handgelenk zu schmieren. Der gute Bobby ist auch für das Schicksal der anderen Waisen verantwortlich. Ob und an wird man mit Situationen konfrontiert, in dem eines der Mädchen den Löffel abgibt. Doch hier sollte man seine Neugier vielleicht ein wenig in Zaum halten, denn Clock Tower ist in gewisser Weise auch eine Art Schrödingers Katzenexperiment. Wenn man hinschaut, wird das Opfer mit aller Sicherheit ins Gras beißen. Schaut man aber weg, kann man zwar immer noch den Todesschrei hören, aber ob das Mädchen nun gestorben ist oder nicht, bleibt bis zum Ende des Spiels ein Geheimnis. Tatsächlich führt diese Mechanik auch zu den verschiedenen Enden des Spiels. Clock Tower hat eine ziemlich große Anzahl an Enden, was den Wiederspielwert um einiges steigert, da man das Spiel im Prinzip in einer Stunde schon abschließen kann. Wer also auch das Letzte aus Clock Tower herausholen möchte, sofern der Arsch eben nicht schon lange auf Grundeis gegangen ist, versucht so viele Mädchen wie möglich zu retten oder erkundet die vielen grausamen Tode, die Jennifer sterben kann. Und wenn man den Mut hat, Clock Tower auch mehr als nur einmal zu spielen, wird das Spiel auf keinen Fall langweilig, denn es werden sich einige Dinge im Haus ändern. Man wird wichtige Gegenstände in anderen Räumen suchen müssen und auch die Spawnpunkte von Bobby ändern sich gefühlsmäßig auch jedes Mal. Bei Clock Tower bekommt man eben noch was für sein Geld oder eben für seine Mühe, die man sich macht, das Spiel sich in Romhausen zu holen. Vorhin habe ich erwähnt, dass die Grafik nicht unbedingt erste Sahne ist. Das war gelogen. Die Grafik in Clock Tower ist geradezu phänomenal. Das Spiel wurde am Ende des SNES-Lebenszyklus auf den Markt geworfen und man hat wirklich
das Äußerste aus dem System rausgeholt. Ehrlich gesagt muss sich der Titel nicht mal hinter den großartigen VGA-Spielen auf dem PC verstecken und was die PC-Version betrifft, so hat man vielleicht die Auflösung erhöht. Aber irgendwie kommen einige Dinge nicht so schön rüber wie auf dem Super Nintendo. Die Charaktersprites und Hintergründe sind zauberhaft detailliert und augenfreundlich gefärbt. Die Charaktere bewegen sich flüssig und die Großaufnahmen sind ebenfalls wunderbar detailliert und lebensecht. Es gibt auch sowas wie Zwischensequenzen, wenn man zum Beispiel wieder mal zusehen muss, wie ein anderes Mädchen über den Jordan geht. Bing, bing. I love it. Diese Szenen sehen einfach fantastisch und ziemlich gruselig aus. Man kann jetzt leider nicht direkt von Animationen in diesen Szenen sprechen. Mehr oder weniger ist es eine schnell ablaufende Diashow, in denen die Bilder flüssig ineinander laufen. Aber ehrlich gesagt gefällt mir persönlich diese Ansammlung an Pixel erheblich besser, als der wilde Versuch mit Polygonen etwas in 3D zusammenzupfuschen. Die ersten 3D-Spiele sehen heute einfach nur grauenhaft aus, während das erste Clock Tower auf dem SNES auch heute noch eine sehr gute Figur macht. In Clock Tower gibt es natürlich nicht nur Grafik, sondern auch Sound. Allerdings gibt es kaum Musik zu hören. Hauptsächlich ist es ziemlich still, wenn man nicht gerade seine eigenen Schritte hört oder wenn mal wieder Bobby seinen Auftritt hat. Wer sich nicht mit der SNES-Version herumschlagen möchte, der kann sich auch mal die PC- oder die PS1-Version genauer ansehen, denn dort hat man dank der Mausunterstützung wohl ein angenehmeres Gameplay. Man sollte auf der PS1 aber aufpassen, denn es gibt zwar ein Spiel namens Clock Tower, aber mal abgesehen davon, dass es einen Batzen Geld kostet, holt man sich damit Clock Tower 2 ins Haus. Wer also das erste Clock Tower möchte, sollte sich das Spiel mit dem Untertitel The First 4 holen. Es gab sogar eine Version für das eher seltsame Handheld-Ding Wonderswan, aber hübsch und spielbar ist diese Version nicht wirklich. Was die PS1-Version betrifft, so gibt es auch ein paar Unterschiede zur SNES-Version. Mal abgesehen von der Maussteuerung, gibt es ein komplett neues Intro, das aber dank der damaligen Technik eher erbärmlich ist. Was den Sound betrifft, so gibt es eindeutig mehr auf die Ohren. Allerdings hat man für die PS1-Version den Sound des zweiten Teils genommen. Die Schere hört sich damit deutlich gruseliger an und es gibt jetzt sogar Musik, die dank des Soundchips der PS1 sich einfach fantastisch anhört. Auf dem PC holt man sich eher Ohrenkrebs. Aber allzu viel hat man dann doch nicht verändert. Die Grafik ist auf der PS1 sogar deutlich dunkler als auf dem SNES und kommt nun nicht mehr so schön rüber. Aber abgesehen von einigen neuen Nahaufnahmen und anderen Kleinigkeiten, hebt sich die PS1-Version nicht wirklich deutlich ab. Es gibt sogar endlich die Möglichkeit, den in der SNES-Version verschlossenen Raum zu besuchen. Aber man hat sich nicht die Mühe gemacht, diesen Raum in irgendeiner Weise nützlich zu gestalten. Selbst die Rätsel sind im Prinzip gleich, wenn nicht sogar etwas dümmer. Es gibt sogar einen Fehler, der verhindert, dass man überhaupt den S-Rang erhält. So gesehen ist die PS1-Version trotz mehr Leistung sogar schlechter als die angestaubte SNES-Version. Der einzige Vorteil ist wie gesagt die Mausunterstützung, aber ansonsten ist es wirklich ein absolut fauler Port. Insgesamt ist Clock Tower ein sehr ungewöhnliches Spiel, vor allem weil man eigentlich nicht erwartet, dass es sich im Grunde um ein Point-and-Click-Adventure handelt. Dazu noch auf der SNES, die im Prinzip mehr als ungeeignet für derartige Spiele ist, aber man hat mit Clock Tower ein absolut furchteinflößendes Horrorspiel abgeliefert, das seinesgleichen sucht. Die Atmosphäre übertrifft bei weitem eure Resident Evil-Dinger und ist durch und durch ein Meisterwerk voller Horror mit einigen Jumpscares, mit denen ihr euch sicherlich einschiffen werdet. Leider ist Clock Tower ein relativ kurzes Spiel. Allerdings gibt es dann wieder die Möglichkeit, alle verschiedenen Enden freizuspielen, womit man doch dann wieder etwas mehr Zeit mit dem Titel verbringen wird. Das Tempo könnte für einige vielleicht etwas abschreckend sein, aber wer seine Angst im Zaum halten kann und sich nicht eines der besten Horrorspiele aller Zeiten entgehen lassen möchte, sollte mal im Web nach dem Download-Knopf suchen. Die übersetzte Version lässt sich im Prinzip leicht finden, wenn man weiß, wie man eine Tastatur benutzt und wer will, kann auch etwas mehr Geld für die SNES-Bootleg-Version ausgeben oder die PS1-Version. Es wurde sogar ein Remake des ersten Teils für moderne Hardware angekündigt. Wer aber nicht so lange warten möchte, sollte sich unbedingt jetzt schon Clock Tower holen. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.